Thema heute: In Physik Energieübertragung mit Hilfe von Trafos, Transformatoren könnte man ausführlich sagen. Trafo ist ein üblicher Begriff. Nochmal schnur zur Edisonschen Geschichte. Er hatte damals mit Gleichspannung gearbeitet. Er hat einen riesen Vorteil. Der Hauptvorteil von Gleichspannung ist, sie kann sozusagen direkt verwendet werden. Jede Handybatterie oder was auch immer hat Plus und Minus dran stehen. Das heißt, die verwenden Gleichspannung. Das ist auch ganz gut so. Müssen wir auch. Macht sich ganz gut. Und wir könnten ja sagen, naja, bei der Gleichspannung könnte man sagen, wenn ich zu viel Spannung habe, dann kann ich ja ganz einfach einen Widerstand davor schalten. Ja, also ich liefere hier meinetwegen 230 Volt Gleichspannung. Und da mir das aber für meine kleine Batterie des Handys zu viel ist, haue ich einfach einen dicken Widerstand davor und dann schließe ich den an meine Batterie an und dann ist die Sache erledigt. Das würde dann genügen. Kann man machen. Aber wir wissen auch, jeder Widerstand ist letzten Endes ein Gerät, was nur die Spannung bzw. dann die Ströme in Wärme umwandelt. Das bringt uns also nicht viel. Das ist zwar ein Vorteil, aber jetzt kommt einer der gravierendsten Nachteile, auch schon damals aus der Geschichte. Ich habe hier schon mal einen Widerstand reingemalt. In diesem Fall ist es Absicht. Unabsichtlich hat das damals bedeutet, wenn wir jetzt, wir machen es mal einfach rund, wenn wir jetzt hier einfach, bleiben wir bei unseren 230 Volt, und zwar wieder Gleichspannung, hier ist das Symbol, ne, gleich und dann entsprechend die Punkte darunter. Wenn wir die über ein paar Kilometer ruhig dicken Drahtes versenden, sage ich, versenden müssen wir in Anführungsstrichen nehmen, wir legen hier eine Spannung an und erwarten hier hinten am Verbrauchsort auch noch 230 Volt, dann wären wir nach einigen Kilometern Draht, einige Kilometer langer Draht, immer direkt mitmalen, sowas, ne? Dann können wir sagen, dieser Draht, der hat einen gewissen Widerstand. Obwohl es ein normaler Draht ist. Das hatten wir mal alles in früheren Klassen uns direkt mit Widerständen mehr beschäftigt. Aber der Nachteil ist, dann kommen hier hinten garantiert nach ein paar Kilometern keine 230 Volt Gleichspannung raus, sondern vielleicht noch, naja, so 40, 50 Volt. Wenn ich aber auf eine Glühlampe schaue und die braucht, um richtig kräftig zu leuchten, schon mal entsprechende Spannungen, ja, dann wird so eine Glühlampe schon gar nicht mehr funktionieren und mit 40 Volt kann ich an der Handybatterie auch noch nichts anfangen. Ich müsste dann wieder rumopern. Das Blöde ist, wenn ich hier dazwischen noch andere Verbraucher habe, kriegen die vielleicht 200 oder 170 oder irgendwelche Spannungen dazwischen geliefert und die können dann damit auch wieder nicht viel anfangen. Das waren alles damals Nachteile und dann kam Tesla auf die Idee, Wechselspannung zu nehmen. Und wo liegt jetzt der Vorteil? Und das können wir uns auch rechnerisch hinbiegen. Die Teslasche Idee war diese: Wir nehmen Wechselspannung. Ich mache es mal kurz, Wechsel, so eine Tilde ranmalen und haben folgenden Vorteil. Wir können sagen, wir haben hier einen Generator. Ne, ich mache es anders. Gibt es eine Frage? Kleinen Moment. Und ich nehme jetzt diese Idee erstmal nicht so, wie sie Tesla hatte, sondern ich tue mal so, als wenn ich sage, naja, dann nehmen wir eben Wechselspannung, aber wir machen sonst nichts damit und nehmen auch so einen langen Draht. Dann ist das nach ein paar Kilometern langen Draht, ist das genau das gleiche Problem. Das hilft uns nicht. Wenn ich das so lasse, kann ich auch sagen, Moment mal, das machen wir etwas leichter, etwas besser. Wir schnappen, na, will er nicht. Wir schnappen diese Zeichnung und nehmen die noch mal etwas besser. Und zwar auf diese Art, dass wir sagen, ah, wir wollen ja hier hinten wieder 230 Volt. Wir haben trotzdem kilometerlange Drähte, aber wir machen es etwas geschickter. Wir haben ja unsere 230 Volt Wechselspannung. Also das wäre die Variante, die taugt nichts. Die ist genauso schlecht wie die Gleichspannungsvariante. Wir nehmen hier wieder Wechselspannung, 230 Volt und sagen, wir probieren mal was aus. Wir schicken das mal, was wir da gerade erzeugt haben an Energie. Energie darf man nicht erzeugen sagen. Wir schicken das mal durch einen Transformator und den mache ich jetzt mal ganz bewusst so, dass ich die große Spule, die Sekundärspule als große Spule darstelle. Das kann man machen.
dann sieht gleich jeder, hier wird mehr Spannung entstehen. Und wir machen mal da draus das Zehnfache, 2300 Volt. Was passiert dann? Das ist wieder Wechselspannung. Und wir schicken die auf diese kilometerlange Reise. Wie viel wird dann ankommen? Und da müssen wir uns jetzt mal ganz kurz was überlegen. Ich mache mal Pause. Wunderbar, die Schüler haben nämlich schon Folgendes überlegt. Wenn ich hier 230 Volt durchschicke und ich habe hier einen Widerstand, der Draht ist ein Widerstand, ein sehr langer Draht, und ich will hier auch richtige Leistung haben, dann muss ich hier hohe Stromstärken durchschicken. Hohe Stromstärken erwärmen aber den Draht beträchtlich, das heißt, der wird alles an Strom, nicht alles, aber sehr viel an Strom, in Wärme umwandeln, in Wärmeenergie. Und das ist ungünstig. Wenn ich aber hier hohe Spannungen auf Reisen schicke, dann wird hier wohl ein geringer Strom bei der gleichen Leistung fließen. Wir wissen ja, P ist U mal I. Also ich schreibe es mal ganz kurz dazu. U mal I, die Leistung ist U mal I. Und wenn ich mir schon alleine einen Transformator angucke und sage, ich habe hier primär U mal I, primär, Beispiel 200 Volt mal 1 Ampere. Und ich sage hier, ich nehme hier 2000 Volt, dann brauche ich bloß noch 0,1 Ampere. Und das ist ein wesentlich geringerer Strom. Und das ist der Trick an der ganzen Sache, ganz genau. Wir werden dann im Anhang dann nochmal, wenn wir das Prinzip komplett geklärt haben, werden wir nochmal ausrechnen, wie viel Widerstand wird denn hier unterwegs sein, erstens, beziehungsweise welche Leistungen werden übertragen und so weiter. Also wir kommen dann auf die rein rechnerische Seite nochmal zurück. Jetzt nochmal hier hin. Jetzt schätzen wir mal, wir wollen ja hier hinten unsere 230 Volt haben. Wie machen wir es? Wir brauchen hier wieder einen Transformator. Und diesen Transformator, den müssen wir entsprechend so gestalten, dass wir sagen, das, was hier ankommt, muss an Übersetzungsverhältnis genau dazu passen. Lass hier 2000 Volt vielleicht noch ankommen, obwohl es mehr werden wird. 2000 Volt Wechselspannung. Und ich möchte da 230 Volt Wechselspannung haben, dann habe ich einen ähnlichen Transformator wie auf der Generatorseite. Und dann kann ich ruhig einen gewissen Widerstand dazwischen haben und um den geht es dann gleich. Das ist dann aber nicht mehr so schlimm. Das war jetzt ganz grob dargestellt, das Prinzip selbst. Das Prinzip, warum das mit der Reibung der Elektronen und so weiter und so weiter und so weiter. Womit das dann zusammenhängt. Wir kommen dann gleich zum rein rechnerischen. Wir diskutieren jetzt die ganze Seite nochmal so weit durch, dass wir das ganz sicher haben. Jetzt fangen wir mal an zu rechnen. Jetzt haben wir es so weit durchdiskutiert. Nehmen wir mal an, wir wollen 23.000 Watt hier losschicken und die sollen hier, wenn es geht, auch ankommen. Ich habe hier 230 Volt Wechselspannung, aber ich kriege hier nur 40 Volt raus. Wie groß müsste der Widerstand sein? Lass uns mal das ganz schnell ausrechnen an der Stelle hier. Bloß mal eine Überlegung. Wie kann man es machen? Wie ist die allgemeine Formel, um einen Widerstand zu errechnen? Also wir haben einmal die Widerstandsformel R ist gleich U durch I und wir haben P ist U mal I. So, was kann man jetzt machen? Jetzt haben wir P haben wir gegeben. Jetzt könnte man I ausrechnen, ne? P sind 23.000 Volt mal Ampere. Geteilt durch 230 Volt, wie viel ist das? Gut, also hier, um das hinzukriegen, brauche ich I ist gleich 100 Ampere. Das kann man im Kopf machen. Ich habe es ja auch extra rund gemacht. R habe ich, U habe ich, I habe ich. Wie komme ich auf 40 Volt? Genau. Jetzt kann ich loslegen. Ne? Jetzt habe ich 100 Ampere. Ich habe hier bloß noch 40 Volt. Hier, Achtung. Da muss... Wie viel Spannung ist hier abgefallen? Machen wir es mal rund. Runde 200 Volt sind abgefallen, ne? Das sind 190, aber bleiben wir mal dabei. Gut, nehmen wir 190. R ist gleich 190 Volt geteilt durch 100 Ampere. Der Widerstand ist ja gar nicht so groß. Das sind ja bloß 1,9 Ohm. Naja. Aber bei solchen Spannungsverhältnissen ist es ja traurig. Ne? 1,9 Ohm, das ist doch gar nicht viel. Naja, eben, doch schon. Dann auf eine gewisse Länge. So, und jetzt andererseits. Wie viel Spannung würde denn wirklich hier ankommen? Ich unterlege es jetzt mal so. Ist das wirklich so? Wenn ich hier nur 1,9 Ohm habe, ich habe die gleiche Leitung genommen. Ich habe ja 1,9 Ohm. Würden da wirklich bloß 200 Volt ankommen? Bloß mal geschätzt, ganz grob.
Wenn man wissen will, wie viel wirklich Spannung jetzt in Anführungsstrichen verloren geht, sagt man RSU durch I, 1,9 Ohm, sage ich jetzt mal gleich Volt pro Ampere, weil es ja so ausgerechnet wird, ist U, wissen wir noch nicht, was verloren ging, durch I. Also umstellen mal 10 Ampere. 1,9 Volt mal 10 Ampere, das Ganze durch Ampere ist gleich U. Jetzt kurz gekürzt, zack, 1,9 mal 10, wir kriegen raus, 19 Volt gehen uns verloren. Das heißt also, wir haben tatsächlich bloß einen Spannungsabfall von 19 Volt und bei 2300 Volt minus 19 Volt kommt hier fast die volle Granate an. Das wären also 2281 Volt. Fast volle Spannung. Ist fast alles da. Also ist nicht weiter schlimm. Müsst ihr so auf diese Art jetzt nicht unbedingt gleich können, aber das mal bloß zum Beweis. Es fällt also an 1,9 Ohm insgesamt, hier die beiden teilen sich das auf, fällt nicht so viel Spannung ab, dass wir uns da fürchten müssten. Und nebenbei mit 10 Ampere bei solchen dicken Leitungen gar kein Problem. Nicht so viel Reibung, nicht so viel Wärme, nicht so viel Verlust. So, ich scroll mal bis darin runter. Mach nochmal Pause, notfalls erklären wir noch ein paar Kleinigkeiten und dann kann man das in Ruhe abschreiben. So, wir sind jetzt soweit durch. Also, ich habe jetzt schon mal schöne Pause gesagt und das meine ich auch so. Also, tschüss.